Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Es hat sich hier einiges getan und mit einiges meine ich wenig. Ich habe einmal kurz meine Bude verändert ist richtig, ja. Ich habe ein bisschen was dazu getan, ein bisschen was umgeräumt, sodass es vielleicht ein bisschen wohnlich aussieht. Es sieht nicht so geil aus wie alle anderen Buden, die ich besucht habe oder besuchen werde, aber es ist wenigstens etwas. Ich habe immerhin etwas getan. Ich weiß gar nicht, wieso ich hier überhaupt das Zeug hier sammle. Was? Was willst du? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber ich habe irgendwas gemacht. Höchstwahrscheinlich Mais gesammelt. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich Mais sammeln sollte. Ja, haben wir gemacht. Was soll's. Ja, ich muss mal ganz kurz Aufnahme beenden. So, Leute. Da bin ich wieder. Manche Entwickler muss man einfach schlagen. Da haben wir zum Beispiel auf der einen Seite Netflix. Die, keine Ahnung, irgendwie deren Seite verbraucht so krass viele Ressourcen, dass ich nicht aufnehmen kann. Ich hatte echt Frame-Einbrüche ohne Ende. Und ich habe am Freitag, habe ich mir ja Borderlands geholt. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen was, wie ich das finde und warum ich das nicht let's playe. Und das ist mein Zuhause! Ich werde angegriffen von der Brandpestie. Welches Level bist du denn überhaupt? Ah ja, komm. Toll, jetzt muss ich auch noch meine Hasstiraden unterbrechen. So, du willst mich also angreifen, ja? Wir werden sehen, wie du das findest. Erstmal weg mit dir, so. Ich dachte, das hier ist ein sicherer Ort. Aber gut. Offensichtlich nicht. Wo bist du? Jetzt wirst du geschnitzelt, mein Freund. Aus dir mache ich Püree. Mich zu Hause angreifen. Am Arsch, Junge. Ich mach dich so krankenlos. Komm hier. Oh, der hält ganz schön viel aus. Noch ein Kern weniger. Ich glaube, wir müssen demnächst Kerne sammeln. Oder ich. So ein bisschen offscreen. Auf dich zu bewegen, wie soll man dich treffen? Geil. Einfach geil. Habe ich keine Stims mehr? Doch, 32. Sag mal, muckst du auf? Du musst deinen Meister besiegen. Wo ist er? Genau, bleib einfach mal da so. Und fliegen. Echt? Och. Wenn der letzte Kern gleich so leer ist, dann habe ich Probleme. 4 Munition. Ah. Ja, cool. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, ist gut. Dreh mal nicht durch. Okay, okay. Dann, Rest mit der Sniper. Komm her, Mann. Genau, bleib einfach so. So ist brav. Und bleib schön oben. Bleib oben! Bleib oben! Nein. Wieso fliegt der jetzt runter? Was ist das denn da unten? Teil der Brandbestie, ich weiß es nicht. Vorsicht vor was? Ah. Mini-Mylux. Will nur den Loot, Leute. Verzieht euch von mir. So, ja, super, ein Stimpack kriege ich wieder. Der hätte ja gar nichts dabei gehabt. Tolle Wurst. Was ist nun passiert? Haben die meine Basis so zerstört, dass da nichts mehr ist?
Ey, wenn die meine Basis zerstört haben, dann kotze ich. Ja, apropos Entwickler schlagen, ich habe Lust gerade jemanden zu schlagen. Ja, mein Strom funktioniert nicht. Warum nicht? Ich dreh durch. Was fehlt mir? Aluminium. Ich kack ab. Alter Schwede, ich kack so ab. Ah! Jedenfalls Netflix frisst so viele Ressourcen. Das habe ich gestern schon beim, also für mich war es gestern, beim Borderlands-Spielen bemerkt. Kannst du nicht spielen. Du kannst nichts nebenbei spielen, weil alles so einfach scheiße laggt. Du musst echt nebenbei auf dem Handy gucken, aber das funktioniert. Gut, ich kann verstehen. Das Ganze ist ja so entwickelt worden, dass man den Film guckt und nicht spielt. Aber trotzdem, ich gucke halt gerne Filme, wenn ich währenddessen nicht spiele, ja? Lasst mich. So. Okay. Was wollte ich machen? Ich wollte Aluminium organisieren. Ich hoffe, ich habe welches. Wenn nicht, dann kotze ich. Ah! Oh, wie mich das jetzt aufregt, dass der mich angegriffen hat. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Jawohl. Mir fehlt ein Aluminiumerz. Danke. Wo ist mein Dach? Oh Mann, mein schönes Zuhause. Drecksbrandbestie, das habe ich schon eingesammelt. Aber eigentlich nicht, nee. Ah, hier ist noch was. So. Dann gehen wir mal wieder hoch. Ja, wir wurden noch nie von der Brandbestie angegriffen. Das neueste Update ist draußen. Wir haben jetzt nur noch ein öffentliches Event und so popelige andere Events. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand dazukommt, das war ja eigentlich die Prämisse dabei, dass die Leute nicht mehr alleine die Events machen müssen, sondern dass viele auf ein Event gehen. Das ist der Plan. Was natürlich nicht immer wirklich nützlich ist. So, gib mir Aluminium, Drecksviecher, ey. Wenn mir jetzt noch irgendwas fehlt, dann fahre ich echt zu Bethesda. Wo ist der Sitz? Washington? DC? Ich glaube da irgendwo. Jedenfalls war das in Fallout 3 so. So, da hatten die ja ihren eigenen Sitz mit eingebaut, damit man sie, ja, töten kann. Damit man sich abregen kann an den Entwicklern. Ich wollte hier hoch, ne? Ich zeige euch gleich mein Zuhause. Wir müssen erstmal. Ich wollte da gar nicht hoch. Ich wollte hier hin. Okay. Klingenkorn? Wieso fehlt mir Klingenkorn? Und eine Wilde hast du nicht gesehen, ne? Okay. Ja, macht doch einfach alles kaputt bei mir. Stehe ich drauf, wenn ihr es macht. So, jetzt funktioniert doch alles wieder. Vor allem war das kaputt noch bevor die Brandbestien kamen. Weil ich habe ja schon gesehen, dass das Ding nicht an war. Jetzt ist es an. Hä? Ich habe mich ausgeloggt. Damit ich Netflix schließen konnte. Und neu starten konnte, für den Fall der Fälle. So, das Dach steht auch wieder. Wunderbar. Gut, Zeit, mein Zuhause zu zeigen. So, ich habe hier ein bisschen umgeräumt, sodass hier so, ja, meine kleine Trophäensammlung ist. Hier sind meine Waffen. Zu meine besonderen Waffen. Ja, die Schaufel finde ich besonders. Ja, an sich finde ich ganz cool mit den Ausstellungssachen. Macht Spaß. Und es soll jetzt anscheinend auch irgendwie einen Kühlschrank geben, um seine Sachen zu lagern. Ich weiß aber nicht, wo man den finden soll. Stromanschlüsse. Nicht da Nahrung? Vielleicht? Nee. Toilette. Da, Kühlschrank. Gegenstand im Atomic, ja. Du mich auch, Bifester. Gegenstand im Atomic Shop freischalten. Du mich auch. Soll ich Geld dafür ausgeben, damit meine Sachen nicht verderben oder was? Geht's noch? Das ist ein seltsamer Stein. Ach, ich wollte noch mein Zeug herstellen, mein Kleber.
Meine Gemüsestärke. So. Nützlich ist Gemüsestärke. Da fehlt es mir echt an Mutterbeeren. Gut, so, jetzt können wir endlich loslegen. Wir gehen erstmal nach Barclay Springs, verkaufen da unsere Sachen, weil ich wiege um die 325, das ist ein bisschen zu viel. Das muss nicht sein. Mein Lagertruhe habe ich jetzt wieder bis oben hin voll gemacht, was mich echt ärgert. Wir brauchen mindestens 100 bis 200 Platz im Dingenskirchens Meer, also... Das ist, 800 ist einfach zu wenig. Vor allem hat man mit 600 angefangen. Gut, da war ich ja noch klein, da hat es mich nicht gestört. Aber trotzdem, 600. Ja, gehörst du zu mir? So. Wir müssen loswerden den hier, den Schlagstock. Und das Gaussgewehr. So, wir wiegen immer noch über 300, ey. Woran liegt das? Jetzt mal ernsthaft, woran liegt das? Ich weiß, dass wir 6 Mediatombomben dabei haben. Das sind 12 Gewicht. Aber wo kommt das Gewicht her, sag mal? Mal sehen, die Baggerrüstung. Das ist ja das, was ich jetzt momentan habe an Rüstung, ne? Die Baggerrüstung wird wahrscheinlich viel, viel mehr geben. Naja. Aber ich will trotzdem drauf verzichten. So, was wiegt hier? Du haust erstmal ab hier, mein Freund. Du haust ab. Also wir haben hier ein Gewicht von 17. 18. Also sind wir bei... Ich runde jetzt mal auf immer. 30. 45. 65. Ah, das wiegt auch nochmal viel. 80. Also sagen wir, roundabout 100 Kilo haben wir hier an Waffen. Kleidung so um die 30. Das heißt, wir haben 100 Kilo an Ausrüstung. Aber wir haben noch 211? Was wiegt denn hier so viel? Bis jetzt kann es mal weg. Na gut, wir haben hier noch Essen, das wiegt ordentlich viel. Ziehen wir uns mal eine Nuka-Cola rein. Aber irgendwie ergibt das alles keinen Sinn. Der wiegt noch ein bisschen was. Hier verdorbenes Zeug. Aber wir haben immer noch 200 Gewicht zu viel. 200. Wo kommt das her? Nur mal so für mich. Ich würde es gern wissen. Metallregale, moderne Küche kann weg. Das Redaway-Rezept, das können wir schön verkaufen. Wir haben wieder ordentlich Schatzkarten. Wir müssen eh ein paar Schätze finden. Wieso habe ich so viel Schrott am Start? Wo kommt das her? Nehmen wir das erstmal weg und dann gucken wir mal. So. Wir gehen immer noch 200 zu viel. Die Mini-Atombomben haben wir 7 Stück. Gewicht 6! Okay. Wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. Guck, da versteckt sich einer. Okay. Es ist schon ziemlich viel Gewicht, was an Munition dabei ist. Wir haben wie viele? 64. Das ist jetzt nicht viel. Ja gut, gehen wir weiter. Wir müssen auf jeden Fall die Mini-Atombomben irgendwann loswerden. Und ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal damit an. Wir gehen zu meinem Camp, nehmen den Fatman mit und dann ballern wir einfach irgendwie so eine... Wenn wir eine Gruppe Leute sehen, ballern wir da einfach eine Mini-Atombombe hin, ist mir alles egal. Hauptsache, wir kriegen endlich die Kills und ich kann das Gewicht loswerden. Ich liebe mein Leben. Oh, ich muss meine Rüstung reparieren, da war ja was. Danke, Kackbratzenviech. Das Leben könnte so schön sein, wenn du mich nicht verfolgen würdest. Toll. Mein Eigentum verfolgt mich.
So, was wollte ich machen mit die Atombombenwerfer da? So. Gib her den Schüssel. Okay, jetzt wiegen wir natürlich dementsprechend viel. Die Sanitäters. Ein Fettmann des Sanitäters. Ja, ja, wieso sind hier jetzt zwei Sachen? Verteidige den Hof. Starte Monogar neu. Aber was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist den hier neu starten, ne? Da. Habe ich gerade Flügel gehört? Wollte mich da gerade wieder so ein Arsch angreifen? Ich weiß es nicht. Wir starten heute mal Thunder Mountain neu und gucken, ob wir vielleicht da Kraftwerkenergie wiederherstellen können, damit das alles funktioniert. Ob es sinnvoll ist, in einem Gebäude einen Fatman mit einem Mini-Atombombe abzuwerfen? Hier spricht Knappe Rosen. Thunder Mountain ist offline. Ich wiederhole, Thunder Mountain ist offline. Alle Brüder mit Erfahrungen im Bereich Ingenieurwesen bitte umgehend für Reparaturen im Werk melden. Habe ich Besucher von der Mountain? Ja, Kraftwerk von der Mountain, da haben wir ihn doch. Easy. Okay, dann helfen wir. Das Ganze ist ja fast schon vorbei. Sehr schön. Leider habe ich natürlich jetzt keinen Kern mitgenommen. Stimmt, wir haben noch Plasmakerne übrigens dabei. Die sind auch noch ziemlich fett im Gewicht. Ich bin hier irgendwie falsch, oder? Kann das sein? Wie so ein bisschen, oder? Ah, nee, wir sind richtig, wir sind richtig. Hier kommen wir. Ach, hier müssen wir rein. So, währenddessen der da kämpft, machen wir den ganzen anderen Scheiß. So, was soll ich denn hier machen? Optional. Ist alles nur noch optional. Nimm einfach Reparaturen im Generatorsystem vor. Mann, ist das hier verwirrend. Vor allem sehe ich hier auch nichts. So, was haben wir hier? Und links von mir. Da irgendwas, da. Da müssen wir hin. Um das Ganze zu beenden. Okay. Ich bin erstaunt, wie viel wir schon geschafft haben in der kurzen Zeit. Ja gut, das waren jetzt wahrscheinlich auch nur die einfachen Sachen. Geht ja noch viel. Und wir müssen nochmal zurück zu da, wo die Musikinstrumente sind. Ich habe übrigens vergessen, wieder Munition mitzunehmen, wa? So, nehmen wir die Kralle. Ist doch gut, Jungs. Na, guck mal. Gut, ich würde sehr, sehr gerne einen Red Away nehmen. Nehmen wir die zwei Verdünnten hier. Dann sind die schon mal weg. Wie er da einfach steht. Okay. Einfache Reparaturen. Ich habe noch nichts gemacht, aber das ganze Scheiß hier Ding ist fast vorbei. Faszinierend. Dann machen wir ein bisschen Licht an hier. Ihr seid schlau, Bifester. Wie soll man denn da ran? So. Kommst du kaum an die ganzen Sachen ran? Ja, hier ist alles repariert, ne? Sehr schön. Jetzt ist das ja verwirrend. Wieso ist hier nichts mehr? Hm? Wieso alles repariert?
Gehen wir noch weiter runter. Da haben wir was. Da haben wir was. Ah, jetzt wird's mir angezeigt. Perfekt. So, und schon habe ich sehr viel fürs Allgemeinwohl getan, indem ich diese vier Sachen angeklickt habe. willst du nicht irgendwas sagen oder so? Hallo? Okay, ich dachte, jetzt kommt eine Durchsage, aber anscheinend ja nicht. Ist wahrscheinlich mal wieder verbuggt. Okay, was haben wir hier? Will ich die Dinger haben? Zwei. Ich glaube, ich brauchte noch zwei, ne? So, wir gucken mal ganz kurz. Ja, falsche Taste. Wir gucken mal ganz kurz nach. Challenges. World. Nee, wir haben alles gehackt. Okay, sehr schön. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich würde ehrlich gesagt gerne an die Waffen rankommen wegen den Blaupausen. Ich mach's mal nicht. Nee, ich habe da ehrlich gesagt jetzt keinen Bock drauf. Jetzt extra die Perks nochmal rauszuholen, nur um zwei Sachen auseinandernehmen zu dürfen, die ich sowieso irgendwann finde. Nee, nee, nee. So, wir müssen irgendwie da hinten hin. Kann mal jemand das Kraftwerk durchstarten? Das ist ein ziemlich langer Weg da hinten hin. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwie hier durchkommen. Ne, hier ist ja nur der Scheiß. Ist hier ein Weg? Nö. Hä? Klebeband nehme ich immer gerne. Ich glaube, ich muss hier raus. Dann tun wir dies auch. Ne, hier sind nur die Sanitäranlagen. Okay. Wir haben nur noch kein Bild vom Sonnenuntergang gemacht. Wir müssen uns darauf fokussieren, weil sonst vergesse ich das sehr schnell. Und wenn wir eine Bastelwerkstatt finden, dann müssen wir noch eine Baseballgranate machen. Die können wir jetzt machen. Wir haben nämlich genug Material dafür. Wenn ich mir so ansehe, was wir alles noch brauchen. Und wir müssen uns erstmal das alte nochmal ansehen, ob wir da noch Kleinigkeiten fertig machen können. Das wäre noch die Schwimmprüfung oder so, ne? Ich soll zurück. Verwirrung pur in Thunder Mountain. Und jetzt spawnen die alle neu. Sauber. Wie komme ich da hinten hin? Nicht durch die Klos. Von hier? Okay, ich habe noch 12 Minuten, den Weg zu finden. Ah. Sieh mal einer, guck. Nicht von uns. Ich glaube, hier sind wir richtig. Weg mit dir. Ich soll jetzt schon wieder raus. Hä? Ist alles irgendwie verwirrend hier. Soll ich hier durch, oder? Junge, komm her! Da hat er einen weggeknallt. Oh, was haben wir denn da? Ich glaube, den brauchen wir nicht, ne? Ich habe ja einen richtig guten zu Hause. Glaube ich, falls ich ihn nicht entfernt habe. Ah, es beendet. Die Anzeigen sind kaputt. Okay, ich habe es abgeschlossen. Wir haben das Kraftwerk neu gestartet. Allerdings habe ich schon wieder diese scheiß Challenge nicht bekommen. Kraftwerkenergie wiederherstellen. Hey, hey. Hey, hey. Naja, gut.
Zumindest haben wir da jetzt alle drei Kraftwerke mal wieder hergestellt. Das ist schon mal etwas. So, was haben wir denn hier für Events? Da haben wir was. Bot-Parade. Ja, ist irgendwie ein bisschen traurig geworden, so die Events. Finde ich. Vor allem, ich dachte, es ist immer ein öffentliches Event da. Das ist kein öffentliches Event hier. Dann gehen wir kurz nach Hause, ich brauche Kerne. Okay, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einfach mal kurz einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir uns mal an, was die alte Challenge sagt. Und dann gucken wir, ob wir da noch irgendwas machen, währenddessen wir gleichzeitig aber das hier noch dran nehmen. Und dann müssen wir noch die Schätze suchen. Und es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wenn einer keinen Bock hat, Schätze zu suchen. Weil ich habe Bock drauf. Wollte ich nur mal anmerken. Ciao.